beiden in der obersten Spielklasse gegeneinander, also seit 1951, und nur dreimal konnte der GAK bei der Wiener Austria in dieser Zeit gewinnen. Das Ganze heute natürlich auch ein Duell der Trainer, der Deutschen, Rubesch gegen Tomale, und der Grazer Trainer Tomale, der muss auf den gesperrten Sabitzer verzichten, aber dafür spielt Teamspieler Dieter Ramusch heute Sturmspitze beim GAK. Also bei den Grazern fehlt der Torjäger in diesem Spiel. Der Austria, der geht es dann noch schlechter. Der fehlt ein Torjäger generell, könnte man sagen. Ob Meisterschaft, Cup oder Europacup, die Austria hat sich mit dem Toreschießen zuletzt äußerst schwer getan. 3000 Zuschauer im Horststadion. Und es scheint sich der Trend bei der Wiener Austria fortzusetzen, was das Torschießen anbelangt. Nach 1,5 Minuten bereits diese erste große Chance. Aber es bleibt beim 0:0. Aber Horst Rubesch hat seiner Mannschaft scheinbar nach dem letzten Spiel einiges erzählt. Die Mannschaft aggressiv, ein Handspiel von Vukovic wird nicht gegeben von Schiedsrichter Brugger. Dann diese Attacke an Flügel und jetzt entscheidet der Referee auf 11 Meter für die Austria. Das Ganze bereits nach 10 Minuten. Andreas Ogris hat bereits 3 Tore in dieser Meisterschaft erzielt, alle 3 durch Elfmeter. Chance Nummer 4 lässt er ungenützt. Franz Almer hält den unplatziert geschossenen Strafstoß von Andreas Ogris. Die Chance auf die schnelle Führung dahin. Aber die Austria überlegen. Auf der anderen Seite der GAK harmlos. Wagner und im Nachschuss ist Narbekova sehr erfolgreich. Nach 23 Minuten doch die Führung für die Austria verdient zu diesem Zeitpunkt. Dem GAK geht Sabitzer in der Offensive sehr ab. Und hinten macht sich auch das Fehlen von Pusa und Rajkovic bemerkbar. Blitzenet spielt erstmals Libero. Und die Grazer Abwehr alles andere als sattelfest. Schöner Schlenzer, Nabekovas mit der Chance auf seinen zweiten Treffer. Bei der Austria fehlt Schmidt. Andreas Ogris nicht ganz fit angetreten. Konnte aber doch spielen. Pfeffer mit einem Solo. Ogris wieder Pfeffer und das 2:0. Toni Pfeffer nach 35 Minuten. Ein wirklich schönes Tor. Aber die Grazer Abwehr macht der Austria nicht allzu schwer. Zeit zu 0, das auch der Pausenstand. Gleich nach Wiederbeginn dieser Eckball. Wagner. Mjelde an die Stange. Aber der GAK nach der Pause stärker. Trainer Tomale hat für den Defensivmann Dietrich den Offensivspieler Wieger gebracht. Und es läuft jetzt besser für die Grazer. Das ist Glieder. Und erstmals ernsthaft geprüft in diesem Spiel Franz Wohlfahrt nach 58 Minuten. Dann aber wieder die Austria. Ball läuft gut. Ogris schlänzt den Ball knapp vorbei. Obwohl leicht verletzt, der Aktivposten im Offensivspiel der Austria. Andreas Ogris aber mit dem Toreschießen. Da hapert's. Kogler, Nabekovas. Wieder Kogler. Und Tor Nummer 3 für die Austria. Verteidiger Walter Kogler als Torschütze. Daran hat man sich bereits gewöhnt. Die Vorlage wieder von Andi Ogris. 3:0. Damit dürfte eigentlich alles klar sein. Aber man muss den Grazern zugute halten. Die Mannschaft steckt nicht auf, zeigt Moral, hält dagegen. Muschek. Ramusch.
wird nicht attackiert, nimmt sich ein Herz und der Ball passt genau. Nur noch 3:1 nach 77 Minuten. Und plötzlich wird die Austria unsicher. Eckball. Und nur noch 3:2 in der 83. Minute. Wir sehen's, Vukovic per Kopf und Wagner auf der Linie lenkt den Ball noch ab. Der Ball in jedem Fall im Tor und noch 7 Minuten bleiben dem GAK, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen. Aber ich nehme es vorweg, zum 3:3 reicht es nicht mehr. Die Austria muss aber letztendlich noch froh sein, als Sieger vom Platz zu gehen. Walter Kogler kann es nicht verstehen, warum es noch so spannend wurde. Ja, unverständlich. Wir führen bis eine Viertelstunde vor Schluss 3:0. Also sind praktisch bis dorthin nie in Gefahr, dass wir ein Tor kriegen. Und dann kriegen wir ein dummes und auf einmal ist die ganze Ordnung weg. Also das ist irgendwo, muss das uns zu denken geben. Ja. Torwette 3:2, mit diesem Ergebnis werden wir übrigens nächsten Dienstag in Minsk nächste Runde weiter im UEFA-Pokal. Also 3:2, richtiger Tipp 1. Und wir sind schon wieder beim nächsten Spiel. Und zwar Ried gegen den FC Tirol.